Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich bin hier am Start am Simpsons-Sonntag mit der nächsten Folge über das Casino-Update. Wir sind zwar noch in Akt 1, aber wir haben ein paar neue Preise freigeschaltet, die zeige ich euch gleich. Wir haben sogar eine neue Attraktion, also wir haben ein neues Minigame, das spielen wir gleich, da reden wir auch drüber. Und ja, wir gucken uns einfach mal alles an. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Tagesherausforderung. Da finde ich nämlich etwas sehr merkwürdig. Nice. Nice, nice, drei Donuts und Würfelspiel machen wir sowieso gleich. Da oben. Normalerweise standen da immer Donuts. Also, wenn man so und so viele Herausforderungen erfüllt hat, bekommt man noch extra Donuts. Aber was ist das jetzt? Ist das jetzt einfach eine Premium-Box? Ich habe keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Nicht heute, weil dann fehlt mir noch einer, aber ich sage euch dann nächste Woche einfach Bescheid. Ärgerlich, also nicht ärgerlich, also ärgerlich, dass ich das euch heute nicht zeigen kann, aber... Ich bin ja sehr gespannt, was es ist. Der Lag ist real. Was ist denn gerade los? Ich will das Spiel nicht überfordern. Deswegen mache ich so wenig wie möglich. So, wir gucken uns meinen Baum an. Mein Baum ist fast auf der höchsten Stufe. Also ich glaube, das ist die Stufe, die ich am schicksten finde. Es kostet jetzt übrigens, was war es? 180.000 Dollar Geld. Sehr, sehr, es wird sehr, sehr teuer. Also für die Anfänger da draußen... Habt Geduld, kauft lieber neue Gebäude oder neues Land, nicht alles in den Baum pumpen. Mein Bildschirm wird schwarz. Hilfe. Okay, wir sind wieder da. So, ich habe keine Ahnung, was da gerade los war. Mein Handy wurde auf einmal schwarz. Sehr komisch. So, also wir gucken uns den Baum nochmal an. Also, wir sind jetzt bei der vorletzten Stufe. Lass mich den Baum anklicken. So, wir sind bei der vorletzten Stufe. Ich bin mir noch immer unschlüssig, ob wir, wenn wir den auf der höchsten Stufe haben, dann zwischen den Stufen her switchen können. Ich glaube schon. Also wie bei den ganzen neuen Attraktionen, da kann man immer wechseln, wenn man das aussehen, wenn man das aussehen. Aber ich glaube, ich finde das hier noch immer am schicksten. Ich weiß nicht, wie 10 aussieht. Auf jeden Fall bekommen wir dann ein Kostüm für Lisa, was cool ist. Und der Baum ist erstmal Max. Aber trotzdem, mit dem Zaun hier finde ich das eigentlich ziemlich schön. Da steht, still a baby needs protection. Cute, hä? Also ich finde den Baum mega toll. So. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, ich habe Schiss, hä? Ich habe Schiss. Es laggt so. Ich glaube, ich möchte nicht zu viel Blödsinn hier machen. Das ist total doof. Das ist total... Ich kann auch nicht mal... Ich kann nichts dafür. Es sind einfach so Tage, an denen das Spiel instabil läuft. Also... Wirklich, also es liegt nicht am Aufnahmegerät, es liegt nicht an meinem Handy. Ich habe nämlich eben was anderes aufgenommen. Was aufwendigeres, also was mehr Grafik und Prozessor und so Kram kostet. Und das lief ohne Probleme. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich möchte euch meinen neuen Freund vorstellen. Ich habe mir gekauft Chippy, den laufenden Chor. Ich finde den so cool. Der taucht auf einmal im Shop auf und ich so, ja. Ja, den musst du kaufen, den musst du kaufen. Also als allererstes, da ist eine Figur, die läuft in der Stadt rum. Wenn man sie antippt, springt sie. und sie bringt jeden Tag einen Coin. Also ich meine, ist nicht so amazing, aber ich liebe einfach so kleine laufende Figuren, die einfach lustig sind und die Stadt, naja, ein bisschen schöner machen. Ich musste ihn kaufen. Und übrigens, wenn ihr euch fragt, wieso kaufst du alles im Video und ihn nicht, ich habe ihn im Video gekauft, aber das Video seht ihr erst beim FAQ, was nächste Woche kommt. Also ich muss natürlich dann, während ich die ganzen Fragen beantworte, läuft im Hintergrund natürlich Gameplay. Und da wechseln die ganzen Spiele ab und da habe ich den dann in dem Gameplay-Ausschnitt von Simpsons gekauft. Also freut euch drauf, dann seht ihr wenigstens, wie ich ihn kaufe und dann seht ihr auch so eine kleine Storyline. Also Mr. Smithers redet dann so zwei Sätze mit dem. Ich hab Schiss, dass das Spiel abstürzt. Dieses dumme Spiel, aber das wollte ich euch eigentlich zeigen. Ich wollte auch... Hilfe. Ich wollte auch vielleicht noch wieder Müll einsammeln, aber ich glaube, das machen wir dann einfach nächste Woche, wenn es wieder flüssiger läuft. Wir reden jetzt hier einfach über das neue Teil und was ich hier gekauft habe und wie es mit den Punkten aussieht. So. Als allererstes schicken wir die Leute hier hin. Oh Gott, dieser verdammte Lag. Das regt so auf. So, ganz ruhig. Spiel, stürzt nicht ab. Schick die Leute dahin. Vielen Dank. So, also das mache ich nach wie vor jeden Tag, bis auf Lisa, die jetzt bei meinem Baum ist. Ich würde sogar Anfängern empfehlen oder
Leuten, die nicht so viel Geld haben, schickt auch Lisa dahin. Dann habt ihr einfach eine Münze mehr und auch mehr Coins und der Baum läuft euch ja nicht weg, auch nach dem Update ist er noch da. Es tut mir leid. Es ist nicht möglich, es ist kaum spielbar gerade. Das ist echt grenzwertig. So, in wenigen Sekunden sind wir da. Wir machen jetzt nichts anderes mehr, als nur in dieser verdammten Ecke bleiben und nur über das Würfelspiel reden und über die Preise. So, Spiel, sei bitte nett zu mir und ermögliche es mir. So, wir gucken uns als allererstes hier das an. So, Burns Casino Preise, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Jetzt ist aber ein bisschen mehr Zeit vergangen. Wir sind kurz vor Akt 2, also wir haben noch einen Tag und 19 Stunden. Für euch dann noch weniger, wenn ich das morgen dann hochlade. Ich habe alle Preise bekommen, also ihr kennt ja das. Dann haben wir die Hochzeitskapelle bekommen. Zauberkünstler Milhouse, der hatte so ein paar Aufgaben, aber war nichts Besonderes. Dann haben wir das nächste Casino bekommen und die letzte Person ist einfach mega, 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 mega teuer. Also wirklich extrem teuer. Wenn ich da schon Probleme habe, denke ich, dass Leute, die nicht so weit im Spiel sind, noch mehr Probleme haben. Gut, ich war jetzt zum Beispiel Freitag den ganzen Tag weg und vorgestern war ich auch den ganzen Tag unterwegs. Dann kann ich natürlich nicht ins Spiel reingehen. Aber ansonsten bin ich ja eigentlich ziemlich aktiv hier und sammle immer die Punkte und ich bin auf der höchsten Stufe. Ich bin Stufe 59 und na gut, ich bin auch nicht in die Freundschaftsstätte gegangen, aber ansonsten, es ist echt hart, diesen letzten Preis zu bekommen. Ich hoffe, ich schaff's noch. Ich bin nicht ärgerlich, wenn ich den nicht bekomme, also ist nur so eine komische Figur, also ist kein Weltuntergang. Aber ich finde, die haben es ein bisschen zu schwierig eingestellt, also dass man zu viele Coins ansammeln muss. Naja, machen wir weiter, wir gucken uns die Sachen an. Also hier ist erstmal Cletus Dice Den, da gehen wir gleich rein. Dann haben wir hier einmal diese Blitzhochzeitskapelle, oder hatten wir die letzte Woche schon? Ich glaube, die hatten wir letzte Woche schon. Auf jeden Fall haben wir hier dieses Britannia Casino, sieht eigentlich ganz nice aus, also bei so einem neuen Update packe ich alles in der Ecke, also wenn man das irgendwo dann später umbaut, ist das echt nice. So, was ich euch noch zeigen wollte, wir können jetzt, wenn wir hier drauf drücken, wenn wir den Finger gedrückt halten, habt ihr so eine blaue Anzeige gesehen, also quasi wie so eine Uhr, dann wechseln wir in den Baumodus und dann haben wir hier unten noch so eine neue Auswahlfläche, damit bestimmte Gebäude leichter ausgewählt werden können. Wir kennen das ja alle, wenn man an so einer Ecke ist und die genau das Falsche auswählen wollen, haben die jetzt dieses neue Tool bestimmt. Ist echt nice. Also das habe ich letzte Woche vergessen zu erzählen. So, weiter. Also das ist echt hart. Das ist echt hart. Lasst mich wissen, wie weit ihr seid. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Also ich bin nicht so weit. Das ist peinlich. Players Club. So, ich bin kurz vor dem Bronze Players Club Turm. Ist echt nice. Also hier haben wir ein bisschen was dazu gewonnen. Ich bin jetzt bei ich habe Stufe 4 abgeschlossen, Stufe 5 kommt. Hier gibt es noch einiges zu erledigen, also das ganze Update ist mega teuer. Naja, schauen wir hier rein. Hier waren wir letzte Woche, haben wir ein bisschen gemeinsam getestet. Ich habe jetzt mich dazu entschlossen, ich kaufe alle Deko, so oft es geht, also 4 Walk of Fame Sterne, dann 2 Blumen, 2 Scheinwerfer, 2 Brunnen und nochmal 2 Brunnen und mehr können wir jetzt nicht kaufen. Könnt ihr ruhig machen. Und jetzt spare ich den Rest einfach für die Stufen, damit ich demnächst dann die nächsten Sachen freischalten kann. Also das hier ist auch ziemlich teuer, das ist alles ziemlich hart. Also ich bin erst 3 von 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 von 10, ich habe noch nicht mal die Hälfte von Stufe 2. Es gibt nur 3 Stufen, aber es gibt auch nur Akt 2 und Akt 3. Also so lange geht das Update nicht mehr. Also 23 Tage, aber es ist hart. Es ist alles ziemlich teuer. Übrigens, hier diese roten Chips. Also ihr braucht da unten diese 10, naja, was waren das? Unnötige Casino, keine Ahnung. Irgendwelche Marken oder so. Die könnt ihr immer gegen Coins eintauschen. Also ich meine, also verwandle diese Gefälligkeitschips in weniger nutzlose Casino-Chips. Diese Gefälligkeitschips bringen euch gar nichts, weil man die gegen gar nichts eintauschen kann. Also könnt ihr das ruhig ausgeben, hat mir einer in die Kommentare geschrieben. So, kommen wir gleich zu Cletus Würfelbude. Vorher klicken wir nochmal die Leute an.
So, wir vergleichen. Also wir testen erstmal Cletus Würfelbude. Und dann vergleichen wir die Cletus Bude mit dem, mit Maus Dingsbums Spiel. Ich habe den Namen vergessen. Und dann gucken wir, was mehr wert ist und was mehr Fun macht. Und was schneller geht. So, aber vorher noch in den Shop kurz reingucken. So. Wir haben noch genau das gleiche, nur, achso, viele haben gesagt, die Vegas-Beute lohnen sich. Und ich muss sagen, die lohnen sich wirklich, weil man hat zwei Personen und das ist eigentlich relativ günstig, aber ich mag die nicht, deswegen werde ich die nicht kaufen. Wir haben Hostess Miss Springfield Paket, eigentlich ist dieses Dingsbums Motel dabei, aber ich habe das schon und das wird dann runtergesetzt, also das kostet dann mehr, aber man bekommt die Hälfte von Donuts zurück, also das war auch ganz nice, die Summe, ansonsten ist nicht viel Neues dazugekommen, natürlich Chippy, aber den habe ich ja schon gekauft. So, wir gehen in Cletus Würfelbude, zum Glück stürzt es jetzt nicht ab, Gott sei Dank. So, wir lesen uns das durch. Cletus Würfelbude Anleitung. Wähle eine Glückszahl. Je schwieriger eine Zahl zu würfeln ist, desto höher die Gewinnchance. Naja, ob das schwierig zu würfeln ist, ist eigentlich... Naja, also... Ist eigentlich ja total random, ob man eine 2 oder eine 7 würfelt. Na, vielleicht gibt's da unten... Na, ist egal. Wir reden jetzt nicht über Wahrscheinlichkeiten. Ich hab's nie ausgerechnet. An sich ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man... Na gut, dass man zwei gleichzeitig würfelt, ist schon niedriger, als wenn man zwei unterschiedliche würfelt, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber egal, das Spiel sagt so, am schwierigsten ist es, eine 2 oder 12 zu würfeln, am leichtesten eine 7. Na gut, stimmt. Ja, eine 7 kommt zum Beispiel öfter vor. Wenn man eine 4 und eine 3 würfelt, hat man eine 7. Wenn man eine 5 und eine 2 würfelt, hat man eine 7. Alles klar, ich verstehe es. Ich verstehe es. Die 2 oder 12 gehen nur mit zwei verschiedenen Comps. Also nur wenn man zweimal eine 1 oder zweimal eine 6 hat, ein anderer Wert ergibt das nicht. Okay, entschuldigt, dass ich ein bisschen verpeilt war. So, ja, bei der 2 oder 12 bekommen wir 400, da unten 110. Das heißt, die niedrigste Summe ist immer noch höher als der niedrigste bei Mo. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier gar nichts bekommen, ist... ein bisschen höher. So, würfel bis zu 3 Mal, um deine Glückszahl zu würfeln. Eine Chance für Bonusherstellungsmaterial mit jedem Spiel. Let's go. So. Was ich mache, ich tippe meistens die 2 oder 12 an. Aber was ich so rausgefunden habe, das ist jetzt nur für mich. Ja, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Mein Spiel stürzt ab, yay, wir reden trotzdem weiter darüber. Was ich so festgestellt habe, ich habe ja natürlich schon öfter jetzt gewürfelt. Ich denke, es ist jetzt komplett nur, was ich denke. Mir kommt es so vor, als taucht die 10 öfter auf als alles andere. Das heißt, ich habe die 10 sehr, sehr, sehr oft gewürfelt und die bringt ja trotzdem noch eine hohe Zahl. Also, wir können ja gleich mal gucken. Ich würde sagen, wir machen es so. Wir machen einfach mal so 3 random Spiele. Wir machen die 2, die 12 und die 10 und gucken, was drankommt. Und danach vergleichen wir mal. Wir machen mal 3x Mo und dann 3x hier das. So, fangen an mit der 2. So, das ist der höchste Wert mit der 12 zusammen. 4. Rechts wird das dann übrigens aufgeschrieben. 4. Ah, 11. Okay, wir bekommen jetzt gar nichts. Gar nichts. Wir wollen natürlich auch wieder den Text lesen. Cletus sagt jetzt Mist. Genauso habe ich in meiner Genetik alles verspielt. Ich habe den Text zum ersten Mal jetzt gelesen. Okay, machen wir die 12. Let's go, baby. 3. 3. Was schreibt alles? Die Texte können wir auch durchlesen. Oh, dachte du hättest es geschafft. Aber ich bin ja auch seit dem selbstgebrannten halbblind. Achso, seit dem... Okay. Die brennen ja immer Schnaps selber, alles klar. Und 10. Tut mir leid. Aber das passiert, wenn du Brandine als Glücksbringer auf die Würfel pusten lässt. Ja. Yeah. Okay. 2x lose. Also wir haben bisher 2x gespielt. 2 Münzen haben gar nichts bekommen. Jetzt die 10. 10, Baby. 11. Könnte schlimmer sein, wenigstens bist du kein Landei. Der hat viele Sprüche. Jetzt die 2. Verdammt. Und die 4. Shit, 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 shit. Wir machen einfach mal weiter, ja? Wir machen nochmal die 10. Der macht, es gibt auch übrigens wieder Cheaten, also Schummeln. Und dann gibt es auch noch so besondere Würfel, die möchte ich euch zeigen.
Jetzt die 12. You fuckhead. Es tut mir leid, aber nochmal. Ah! Ah! Nochmal. Spiel Nummer 3. Wieder verloren. So. Cletus hat vorübergehend eine leichte Schnapsblindheit. Bringe ein paar gezinkte Würfel ins Spiel und sichere dir einen großen Gewinn. Nice. Nice. So, dann bekommen wir automatisch den höchsten Wert. Also egal, ob wir jetzt 6 oder 7 oder 8 angeben, wir bekommen automatisch die 400. Verdammt, jetzt habe ich den Text nicht gelesen. Egal. Wir machen mal weiter. Ich möchte sehen, bis wir schummeln können. Schummeln klappt übrigens auch nur, wenn ihr dreimal falsch liegt. Ja, aber nicht immer dann. Shit. So, wir holen als allererstes mal hier den Preis. Tada, 3 Donuts. Nice. Leichte 3 verdient, also 3 leicht verdiente Donuts. So. So, wir gehen jetzt zum Most Game. So. Wir wissen, dass wir hier auch Shit bekommen können, wenn wir hier unten das bekommen. Also, wenn wir nur 2 Symbole gleichzeitig bekommen, kriegen wir wenig. Aber wir haben jetzt viele Spiele gespielt und haben oft nichts bekommen. Und dann 400. Gucken wir mal, was sich mehr lohnt. Ich würde sagen, wir machen 3 hiervon und dann 3 von dem anderen. So, und dann gucken wir zum Schluss, ob wir so viele Spiele spielen, bis ich endlich dieses schummeln kann. So, dreimal rechnen zusammen. Wir haben Nummer 1. Bam, bam, bam. Nur 2. Okay, kann natürlich passieren. Wir haben 20. Nächste Runde. Besser als gar nichts, ne? Also 20. Oh, shit. Das läuft nicht so gut. 20 und 30 sind 50. Letzte Runde. 50. Und shit. 70. Sollen wir 5 mal machen, wir 5. 70 insgesamt. Jetzt bekommen wir nice. Oh. Das heißt, wir haben jetzt 400. Ach, 3. Heaven. Wir haben 70 plus 230 sind 300. Ich hatte irgendwie im Gefühl, wir hatten 170. Na egal, wir haben 300. Letztes Spiel. Waren doch, ja. Das heißt, wir haben 350. Habe ich mich jetzt verrechnet? Das war jetzt mega peinlich. War irgendwie total neben der Spur. 350 haben wir bekommen. So, war jetzt nicht so die beste, war nicht so das beste Ergebnis, aber egal. Machen wir hier weiter. Wir geben die 12 ein. So, wir machen 2x 12 und 3x die 10. Wir konnten keinmal schummeln. So, wir müssen 350 schlagen. So, shit. So, kann natürlich passieren, wir bekommen gar nichts. Zweiter Versuch, nochmal die 12. So, wir bekommen eine 2. Shit. Nichts. Wir haben noch immer nichts. Nochmal. So, jetzt nehmen wir die 10. Versuch Nummer 3. Oh, nice. So, wir haben jetzt 235 gewonnen. Jetzt wird's knapp. 65 und wir haben genau die gleiche Zahl. Ja? 65? Nein, wir haben 350. Das war 235. Heaven. Das war 235, oder? Ja, 235. Okay. 235. Versuch Nummer 4. Wir müssen einfach nochmal die 10 würfeln. Oh, nice. Okay. Wir haben es schon wieder raus. So, und zum Schluss nochmal die 10. Also, was lernen wir da? Beides ist total random. Ich sehe jetzt in keinem irgendwie einen Vorteil. Es ist schon mal passiert, dass ich wirklich hier 6 hier mal hintereinander nur Shit bekommen habe. Also gar nichts. So. Und es kann natürlich auch passieren, dass man eine Glückssträhne hat und dann wieder 10 würfelt. Es kann natürlich auch passieren, dass man bei Mo dauerhaft nur Shit bekommt. Und es kann natürlich passieren, dass man irgendwie Glück hat und nur den Hauptpreis zieht oder dass man oft schummeln kann. Also, was ich davon halte, es ist total random. Ihr könnt das machen, was ihr wollt. Es macht alles mehr Spaß. Das hier geht ein bisschen schneller. Ich finde das hier eigentlich ein bisschen schicker. Aber es ist natürlich gefährlich. Wenn man jetzt, man sucht sich eine Zahl aus und es kommt
genau eine andere. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber naja. Ich denke, man kann bei Mo leichter Coins bekommen. Und hier kann man, wenn man Coins bekommt, leichter eine hohe Zahl bekommen, sagen wir es so. Aber beides random, beides gleich niedrige Chance. Na, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. So, wird Zeit, den Würfel, den Krieg zu erklären. Wir können schummeln. Wir schreiben durch, schreiben eine 2 hin und bekommen 400 Punkte. Sieh mal an, ich hätte schwören können, dass du verlierst. Tada, wir haben gewonnen. So, das soll es jetzt mit diesem laggy Video gewesen sein. Es tut mir leid. Ich kann nichts daran ändern, das ist das Blöde. Naja, ich wollte euch zum Schluss nochmal die Deko zeigen. Also ich finde die eigentlich ziemlich nice, wenn ihr die Scheinwerfer anklickt, dann blinken die so. Das ist ganz nice, die Walk of Fame Sterne finde ich schön. Und die Brunnen gefallen mir auch alle. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr müsst zwei Sachen schreiben. Als allererstes, wie weit ihr bei den Preisen seid, ob ihr es auch zu teuer findet. Und Nummer zwei, ob ihr würfelt oder noch Mo's Automaten spielt. Naja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Simpsons Video wieder, dann in Akt 2. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.